Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. In diesem Video geht es um LibreOffice. LibreOffice. Und zwar um die Frage, wie erstelle ich eine Inhaltsangabe in ein Office-Dokument bzw. in ein Dokument von LibreOffice. So, wenn wir jetzt hier irgendwie einen Text haben, hat man dann irgendwie ein Deckblatt. So fängt man ja meistens an. Das Ganze hat dann dementsprechend auch einen Titel. Und ja, viel mehr ist dann auch nicht drauf. Dann steht vielleicht auch noch der Autor drauf. Und das war es ja in der Regel mit dem Deckblatt. Also ein bisschen provisorisch, was weiß ich. Die Geschichte über LibreOffice. Als Beispiel. Autor wäre dann in dem Fall der Tuxa. Deckblatt, das lassen wir einfach mal so stehen. Dann macht man das meistens dann ein bisschen fett. Oder vielleicht auch noch ein bisschen größer. Ja, macht das Ganze vielleicht noch ein bisschen so in der Mitte. Ja, vielleicht schreibt man dann auch noch darunter No Copyright. Was habe ich denn da geschrieben? No Copyright 2023. Irgendwie so, ne? Kann man ganz hier ein bisschen anders gestalten. Ja, oder hier kann man auch noch eine andere Schriftart nehmen. Weiß ich. Ja, richtig schön groß. Ja, die Geschichte über LibreOffice fertig. So, das wäre doch mal eine schöne Sache. Und dann würde man ja vielleicht anfangen. Ich drücke jetzt mal Steuerung Enter, bin ich auf der nächsten Seite. Inhaltsverzeichnis. So, jetzt wissen wir natürlich noch nicht, wie ist die Nummerierung und wie sieht überhaupt aus das Inhaltsverzeichnis. Und deswegen würde ich an der Stelle jetzt erstmal die nächste Seite dementsprechend dann kreieren. Ja, und dann würde ich anfangen. Sagen wir mit erstens. Genau. Jetzt fing es nämlich an mit der Überschrift. Überschrift 1. So, wir haben einmal Titel. Und das können wir jetzt auch mal eben machen. Wir haben ja gesagt, das hier ist der Titel. Zack. Titel. Hat er nun leider jetzt hier alles wieder verstellt. Ach komm, machen wir doch mal so. Dann machen wir das anders. Die Geschichte über Commodore C64. Ne? Vielleicht das hier auch ein bisschen kleiner, dass es so zum 1 reinpasst. Jetzt ist das hier aus irgendwelchen Gründen nicht mittig. Warum? Nehmen wir uns mal eben die Steuerungssymbole ein. Habe ich irgendwo etwas, was da nicht sein soll? Ja, so könnte das ungefähr in der Mitte sein, ne? So, dann hätten wir hier schon mal den Titel festgelegt, was der Titel ist. Also wichtig bei Inhaltsverzeichnis ist immer, man muss festlegen, was jetzt ein Titel ist, was eine Unterschrift ist, eine Überschrift, ein Zitat ist und so weiter. Titel haben wir festgelegt, Untertitel haben wir nicht und dann würde ich jetzt anfangen mit Überschrift 1, 2, 3. Dann wäre praktisch unter 1 Punkt, der Beginn in den frühen Jahren. Als Beispiel. Dann käme jetzt hier der eigentliche Text rein. Oder fangen wir mal an. Allgemeines zum Unternehmen. So, und dann würde man ja dementsprechend hier anfangen zu schreiben. Allgemein
Allgemeines zum Unternehmen. So. Da will man irgendwie irgendwas ja hinschreiben. Commodore International war ein Unternehmen, Sitz in Westchester, das in den frühen 80er, 90er Jahren den Markt der Commodore beherrschte. Als Beispiel, ne? Das Unternehmen ging am 29. April 1994 in Insolvenz. So. Und dann muss ich jetzt hergehen und sagen, du bist Überschrift. Überschrift 1. Sage ich ihm zweitens, sagen wir mal, der geschichtliche Beginn. Und da ist dann folgender Text unter: Das Unternehmen wurde 1954 von Jacques Tramiel in Toronto gegründet und stellte zunächst nur Schreibmaschinen her. Als in den späten 50er Jahren eine Welle von günstigen japanischen Schreibmaschinen auf den Markt kam, stieg Tramiel mit seinem Unternehmen auf mechanische Addiermaschinen um. Dann schreibe ich hier vielleicht noch rein. 1962 wandelte sich das Unternehmen unter dem Namen Commodore Business Machine in eine Körperschaft um. Punkt. So, das wäre dann auch wieder Überschrift 1. Ich mache jetzt extra mal jetzt so weiter. Und jetzt beginne ich mit dem nächsten, ja, im nächsten Punkt und sage ihm 3 Punkt. Die Heimcomputer VC20 und C64. Dann kommt jetzt hier auch wieder Text hin. Ja, ich kopiere mir das jetzt einfach mal jetzt hier aus Wikipedia heraus. Ich will das jetzt nicht alles irgendwie selber texten. Darum geht es ja auch nicht. Es geht ja weniger um den Inhalt, sondern mehr um das Technische. Und hier würde ich auch wieder sagen, Überschrift 1. Und dann machen wir noch einen vierten Punkt. Da könnten wir mal nehmen, die Commodore PCs, ja, die gab es auch. Es gab nicht nur die Heimcomputers, es gab auch die PCs. Und ich nehme jetzt auch jetzt einfach mal irgendwie einen Text jetzt hier aus Wikipedia heraus. Den tippe ich jetzt hier ein und sage mir, yo, hiermit ist alles gesagt, das passt. Und ich sage ihm hier auch wieder Überschrift 1. So, und jetzt hätten wir einen ganz einfachen Text, was wir jetzt in dem Sinne schon ein bisschen formatiert haben, um ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen. So, und dann gehe ich auf die Seite hin, wo das Inhaltsverzeichnis rein soll. Und dann sage ich ihm Einfügen, Verzeichnis. Inhaltsverzeichnis können wir ruhig so lassen. Und hier zeigt er mir schon eine Gliederung an. Ich sage ihm einfach mal okay. Und schon, ach, guck mal, ich brauche hier noch nicht mal das Inhaltsverzeichnis drüber schreiben, das hätte ich mir schon sparen können. Und schon hätte ich ein ganz einfaches Inhaltsverzeichnis. Das Schöne an Inhaltsverzeichnis ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt hergehe und sage so, alles gut und schön, allgemeines zum Unternehmen, ich möchte einen anderen Text haben, allgemeines zur Firma, möchte ich jetzt hier drin stehen haben. Und wenn ich dann jetzt hier hochgehe, muss man es einmal aktualisieren, rechte Maustaste, Verzeichnis aktualisieren und dann übernimmt er praktisch auch das Geänderte. Die Heimcomputer VC20 und C64. Wenn ihr einfach sagt, nee, das möchte ich aber anders haben, ich möchte einfach nur hier stehen, dass hier die Heimcomputer drin stehen, gehe dann wieder auf Inhalte aktualisieren und dann hätte ich jetzt hier auch nur die Inhalte drin stehen und die Seitenzahl aktualisiert sich natürlich dementsprechend auch. So, wenn ich dann hergehe und sage, okay, ich möchte das Ganze aber nochmal gliedern in 3.1 der VC20. Ich sage einfach mal bliblablub und sage unter 3.2 der C64. Und dann kriegen wir da auch wieder bliblablub rein. So, jetzt muss ich aber hergehen und ihnen sagen, pass auf, du bist jetzt Überschrift 2.
Genau wie du. Du bist jetzt Überschrift 2, weil du jetzt auf der zweiten Ebene bist. Das nehmen wir wieder hier hoch. Rechte Maustaste, Verzeichnis aktualisieren und schon, simsalabim, hätten wir das richtig schön sauber gegliedert. Unter Punkt 3 wären jetzt die Homecomputer, unterteilt in VC20 und in C64. Und so kann man das Ganze dann natürlich, unendlich, also bis 4 Überschriften auf jeden Fall. Ob eine 5 noch geht, das weiß ich gar nicht so genau. Habe ich auch nie gebraucht, ehrlich gesagt. Und jetzt merke ich auf einmal irgendwann, oh, der Platz reicht hier nicht mehr auf Seite 3. Ich packe dich jetzt mit Steuerung Enter auf Seite 4. Also Punkt 4. Oh, hat es jetzt nicht übernommen? So, habe ich gerade verdrückt. So, da wäre Punkt 4 in dem Fall auch auf Seite. Es müsste auch Seite 4 sein, ne? Wir machen jetzt hier nochmal aktualisieren. Inhaltsverzeichnis aktualisieren und schon hätten wir dann hier auch Seite 4 stehen. Also das mit Inhaltsverzeichnis unter LibreOffice funktioniert super. Es aktualisiert sich und passt sich dementsprechend auch an. Man darf nur nicht vergessen, hier in dem Feld mit der rechten Maustaste auf Verzeichnis aktualisieren klicken, damit auch die neuen Daten dann übernommen werden. Jetzt sehe ich hier gerade, hier ist so ein komischer Platz noch dazwischen. Man kann natürlich auch nach ganz oben ziehen. Und was man natürlich auch noch machen kann, man kann natürlich auch mit der Kopfseite auch noch, oder der Fußseite auch nochmal sagen, Seitennummer einfügen, das Ganze am besten schön mittig und dann hat man da auch nochmal einen besseren Vergleich und die Seiten werden dann dementsprechend auch automatisch mit addiert. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen zu dem Thema LibreOffice und Inhaltsverzeichnis. Das Ganze könnten wir jetzt auch mal jetzt mit OnlyOffice probieren. Ob er genauso geht, ich sage ihm ein neues Dokument. Jetzt mache ich aber nur im Schnellformat. Okay, wir machen noch anders. Den gesamten Text kopiere ich mir jetzt aus der Zwischenablage heraus. So, und sage ihm einfügen. Und jetzt hat er es natürlich nur als normalen Text eingefügt. Und hier kann ich natürlich jetzt hier nichts aktualisieren und so weiter. Deswegen muss ich das Inhaltsverzeichnis jetzt hier löschen. Genau, jetzt hätte ich den Text hier drin. Hier kommt das Inhaltsverzeichnis rein, was wir noch nicht haben. Und ich sehe hier gerade, fehlt hier ein Punkt. Wie haben wir es genannt? Die Firma, ne? Oder das Unternehmen. Das Unternehmen. So, das war ja mein Grundtext. Das mache ich jetzt hier auch mal ganz kurz wieder weg. Mal gucken, ob es hiermit auch funktioniert. Und es fehlt hier noch 4 Punkte. 4 Punkte, das waren dann die Commodore-PCs, ne? Commodore-PCs. So. So war ja der Text. Da ist noch nichts formatiert, ist noch nichts hinterlegt. Ich markiere mir das wieder und sage ihm Titel. So, du bist ein Titel. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, warum das jetzt so ein bisschen so nach links geswitcht hat. Okay, jetzt wäre er wieder in der Mitte. Hier kriegen wir das Inhaltsverzeichnis hin, was wir noch nicht haben. Du bist Überschrift. Du bist Überschrift. Du bist Überschrift. Und du bist eine Überschrift. Und jetzt möchte ich hier ein Inhaltsverzeichnis haben. Und das hat er jetzt hier über dieses Navigationsfeld hat er schon die Überschriften jetzt hier richtig erkannt. So, und unter Verweise hätten wir Inhaltsverzeichnis. Und dann fragt er noch, wie das aussehen soll. So oder so. Ich klicke mal hier drauf. Und dann hätte ich auch mein Inhaltsverzeichnis. Ganz einfach. Und habe hier noch eine zusätzliche Möglichkeit, das Ganze anders darzustellen. Ich könnte zum Beispiel sagen, du gehst und schon hätte ich auch unter OnlyOffice ja ein Inhaltsverzeichnis. So, wie sieht es jetzt hier aus, wenn ich sage, die Heimcomputers möchte ich nochmal unterteilen in drei
3.1 der VIC-20. Haben wir gesagt, bliblablub. Und 3.2 der C64 und schreiben da auch unseren Text hin. Jetzt muss ich natürlich sagen, du bist jetzt auch eine Überschrift, aber eine tiefe Ebene tiefer. Genau wie du, Überschrift eine Ebene tiefer. Rechte Maustaste. Aktualisieren, genau, jetzt wäre das auch richtig, ist also mit OnlyOffice auch möglich, wie ich gerade sehe, aber mit OnlyOffice mache ich das zum ersten Mal, da seid ihr praktisch live dabei, wie ich jetzt hier was falsch mache. Hier wären jetzt praktisch Informationen zum VC20 und hier wäre dann dementsprechend Informationen zum C64. Ne? Jetzt macht er es richtig. Gut, so einfach kann man jetzt halt in dem Sinne Überschriften erstellen, Inhaltsverzeichnis erstellen. Man muss also im Endeffekt mit den, ja, mit den Überschriften hier arbeiten, das Ganze dann markieren, damit er weiß, du gehörst zum Inhaltsverzeichnis und du dementsprechend nicht. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!